Am Samstag, da spielen die Preußen das letzte Heimspiel der Saison gegen den Karlsruher SC. Und es endet vielleicht auch eine kleine Ära. K&K, die kaiserlich-königliche Monarchie, die endete im 19. Jahrhundert. Und K&K endet auch am Samstag, zumindest für die Preußen-Fans, in Münster. Martin Kobylanski und René Klingenburg gehen. Und da fragen wir gleich mal, wird es ein bisschen wehmütig werden am Samstag nochmal vor großer Kulisse? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir hatten hier, oder gerade ich hatte hier ein tolles Jahr. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig zu gehen. Martin, und Sie gehen auch, werden den Verein verlassen. Wie fühlt sich das dann an so einem vorletzten Spieltag nochmal vor vielleicht 10.000 Zuschauern? Ja, komisch auf jeden Fall, weil man doch hier schöne 2,5 Jahre hatte. Fast immer oder immer verletzungsfrei geblieben ist. Viel dem Verein gegeben und es wird auf jeden Fall ja, sehr emotional. Zusammen Klingenburg und Kobylanski, 31 Scorerpunkte, Tore und Torvorlagen. Wie soll der SCP das in der nächsten Saison kompensieren? 31 Tore von 47 ist schon eine Menge Holz gewesen. Was müssen die, gibt es überhaupt reelle Nachfolger für Kobylanski und Klingenburg? Vielleicht haben die noch nicht unterschrieben oder ist noch nicht bekannt. Also ich glaube, dass Preußen auch nächstes Jahr eine schlagfertige Mannschaft haben wird und ja, ist schon viele Tore und Vorlagen, aber da werden nächste Saison 11 gute Feldspieler stehen und ich hoffe, dass die das, wenn es nicht zwei da machen, dann auch irgendwie verteilt, dass sie auf die gleiche Anzahl von Toren kommen. René, was können Sie uns noch fürs Wochenende, für diesen Samstag gegen den KSC versprechen? Das Spiel ist schon um 13.30 Uhr, ist ja nicht wichtig für die Spieler, aber für die Zuschauer, aber es geht gegen den KSC. Ihr könnt noch mal spielverderber sein, oder? Ja, ich denke, dass wir einfach anknüpfen wollen an die letzten Wochen. Ich denke, wir haben gerade wir im Mittelfeld gezeigt, dass wir eine brutale Qualität haben. Das habe ich immer gesagt und so werden wir morgen auch auftreten, ja, mit einer breiten Brust und wollen auf jeden Fall versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern und den Fans nochmal jede Menge Freude zu bereiten. Was bleibt hängen nach so einer Saison? Wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen? Oder wie läutet diese Bilanz 2 Spieltage vor Ende der Saison? Ja, auf jeden Fall wäre mehr drin gewesen. Man sieht, wie wir auftreten, wie wir Fußball spielen können. Und davon hast du nicht viele Mannschaften in dieser Liga. Ja? Wie wir mit der Kugel umgehen können. Und ja, ein bisschen schade, aber gut, das ist wie es ist. Und das müssen wir jetzt alle akzeptieren. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, fast genauso. Also klar, wir haben ein paar Stammkräfte verloren, haben durch ein paar das kompensiert. In der Breite vielleicht 1-2 Spieler mehr. Hätten wir mehr gehabt, die die erfahren, die dritte Liga kennen, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit der Saison. Die 2 Spiele, da wollen wir nochmal einen raushauen. Und wenn wir das machen, dann können wir uns auch in der Saison nichts vorwerfen, dass wir irgendwie dann irgendwie nur 5. oder 6. geworden sind, hoffentlich. Und von daher, alles raushauen für die Fans, für uns als Spieler ist es nochmal von einer schönen Kulisse, das Ding zu wuppen und hoffentlich dann mit 3 Punkten hier im Stadion feiern und dann den Abend auch schön genießen. Ich habe noch 2 Fragen und die eine ist immer, Martin Kobylanski, an denen werden immer besondere Maßstäbe gelegt. Also es ist immer so, entweder er ist super oder er ist unauffällig. Wie geht man als Spieler, als Preußenspieler damit um oder wie sind Sie damit umgegangen, die ganzen letzten 1,5, 2 Jahre? So wenig wie möglich Zeitung lesen und sich auf die eigene Leistung konzentrieren. Da muss ich aber trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Wo führt die Reise hin? Wissen Sie das schon? Tendenz steht, aber unterschrieben ist noch nichts, aber sind alles gute Gespräche und ich denke nicht, dass ich arbeitslos bleibe, sondern ein paar Verträge habe ich schon, bloß es gilt jetzt über alles zu sprechen, über alles nachzudenken. Papa ist auch mit dem Stadion, auch in Münster, also da werden wir die Tage nutzen, um über alles zu reden und am Ende schauen wir mal, wo es die Reise hingeht. René Klingenburg, da ploppte in der letzten Zeit immer was auf, Schalke und René Klingenburg. Jetzt ist David Wagner der Trainer. Ist da was dran? Und die zweite Frage auch dann, auch die letzte Frage dann, wo geht's denn hin für René Klingenburg? Ja, zur ersten Frage, total aus der Luft gegriffen. Ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe ein blau-weißes Herz und bin öfter im Stadion. Habe immer noch sehr, sehr engen Kontakt zu den Menschen dorthin.
Und da ist gar nichts dran. Zur zweiten Frage. Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Kobi. Es gibt eine Tendenz, aber unterschrieben ist noch nichts. So, dann wissen wir, am letzten Punkt wissen wir wenig, aber wir wünschen nochmal viel Glück am letzten Spieltag und alles Gute in den nächsten Jahren. Dankeschön.